Mittag. Das Wochenende steht vor der Tür, für viele ja auch die Osterferien. Und wir sind heute noch mal für Sie da mit dem ARD-Mittagsmagazin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, wir haben einen bunten Osterstrauß mit aktuellen Themen für Sie. Cannabis-Legalisierung zum Beispiel. Und dann wird das generell eine wirklich tierisch gute Sendung, und zwar buchstäblich. Wir starten im Sport mit einem wunderbaren Eiskunstlaufabend. Minerva Fabienne Haase und Nikita Volodin haben bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Montreal Bronze gewonnen. Nach einem starken Kurzprogramm am Mittwoch lagen die beiden auf Rang 4. Ja, und gestern, letzte Nacht dann die entscheidende Kür mit einem Happy End. Und wir bleiben bei Sportarten, wo ich mir wirklich wehtun würde, wenn ich sie mal ausprobieren müsste. Einradfahren. Vielleicht geht es Ihnen bei diesen Bildern wie mir und Sie fragen sich, wie sie das hinbekommt. Maja Novosel ist Weltmeisterin im Freestyle-Einrad. Und sie beherrscht ihren Sport nicht nur extrem gut, sie lässt ihn sogar ganz leicht aussehen. Wolfgang, und das war's von uns für heute. Montag übernehmen die Kollegen vom ZDF. Ja, machen Sie es gut. Schönes Wochenende. Ciao.